Ah, kann ich. Cool. Aber da gucke ich, wenn ich dann unten bin. Ich tue mir kurz mal noch was. Ach, der Filter. Seht ihr, habe ich auch wieder vergessen. Also ich gehe davon aus, dass hier irgendwelche Viecher sind. Da scheint nichts zu sein. Jit. Ja, na klar, Freunde, das sehe ich auch so. Ich hätte das schon gerne mal gesehen, als das alles quasi, ja, ich sag mal, gut belebt war. Das hätte ich schon gern gesehen. Dann war das ja wahrscheinlich nicht so komplett verwahrlost und kaputt. Da wird das ja gut gepflegt gewesen sein, nehme ich mal ganz stark an. Das würde ich schon gern sehen, muss ich sagen. Es sah bestimmt cool aus, wo das hier alles noch die Wände richtig ganz und alles und so. Bestimmt sehr coole Posten gewesen. Oh. Indy, hi. Schön, dass du da bist. Indy, wie geht's dir heute? Alles okay bei dir? Okay. Hey, wie komme ich denn da rüber? Oh, ich ahne Schlimmes. Okay. Ja. Hä? Muss ich hier irgendwie runter oder was? Ja, na klar, Freunde. Wie soll ich da hinkommen? Alles prima am Gammelsamstag. Das klingt da super. Ich muss hier kurz speichern. Ich ahne, ich werde jetzt sterben. Oh, lalalala. Das macht Sinn. Halalalala. Da muss ich ja auch noch hin, stimmt. Oh Gott. Der Pfeil, wie cool. Autsch. Okay, dann mal rüber. Dann einmal runter. Ja, einmal runter. Oh, da. Oh Gott. Ja, klar. Oh, miese Nummer. Miese Nummer. Richtig miese Nummer. Freut mich. Total toll. Ist mir egal. Ich komme nicht überall hin. Also ich komme halt wirklich nicht überall hin. Ich müsste mich hier fallen lassen. Kann ich? Hier. Ja. Aber ich ganz im Regen stehe. Ja, ist ein Problem. Ich kann es nicht ändern. Ah, dann nimmt das ab. Ja, je länger ich im Regen stehe, umso schlimmer wird das. Scheiße. Ich muss ganz dringend irgendwo rein. Das hat aufgehört zu regnen. Schaffe ich den Sprung? Ich glaube nicht. Nee, das brauche ich. Probiere es lieber gar nicht erst. Das geht doch so safe, so schief dann. Nee. Ich lasse das mal bleiben. Ich müsste halt die Wände kaputt machen, theoretisch. Dann könnte ich eventuell noch tiefer kommen. Hier komme ich halt auch nicht weiter, ne? Keine Chance. Ah, da unten ist ein richtig krasser Loot. Oh, ich muss da runter.
Okay, jetzt gucke ich mal, ob ich dieses Handlasergerät bauen kann. Wartet mal. Weil das wäre sehr gut, wenn ich das bauen könnte. Ich guck mal eben. Also. Handlasergerät. Hier, der Extraktor. Nee, da brauche ich diese Energiekristalle. Das heißt, jetzt muss ich mir Energy öffnen. Jetzt wird es hier stressig gleich. Okay, ich gehe erstmal. Ich habe nichts zu trinken. Doch, ich habe was, aber ich gehe erstmal pennen. Ja. So. Okay. Ich brauche wieder viel mehr Wasser. Dringend. Ich brauche unbedingt neue Vorräte. So, warte mal, was brauche ich jetzt für? Das ging nicht. Da brauche ich diese. Das heißt, ich müsste abheben. Ich müsste Stücke runterfliegen, die Sachen abbauen und wieder landen. Was speichere ich vorher? Ich traue dem Spiel nicht. Ich weiß, auf der anderen Seite, ne? Oh, hier ist kaputt. Lul. Was ist kaputt? Warte mal. Blub, hi. Hi, hi. Danke für dein Resubs. Dankeschön. So, hier kann ich es reparieren. Ah, hier ist der Blitz reingejagt vor uns. Ah, okay. Wenn das Spiel irgendwann echt so einen leichten Koop oder so bekommt, dass man einfach andere mit ihren Schiffen treffen kann. Da hinten war ein Schiff. Ob es KI-Schiffe gibt? Das wäre halt schon ein bisschen geil, muss ich sagen. So, wir gucken mal, ob wir jetzt hier Wände wegmachen können. Hallo? Hallo, hallo? Ich kann nicht. Okay. Ich glaube, die waren auf der anderen Seite, oder? Hier. Irgendwo musste ich unten rein. Auf der zweiten Ebene war das. Kann ich hier bitte? Danke. Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich es erwischt habe. Warte mal, ich muss mal noch mal. Ich könnte mal ganz kurz wegen Wasserproblem. Ich habe ja so ein akutes Wasserproblem gerade. Ich crafte mal so ein paar Membranen. Printing completed. Hatte ich nicht schon resubbed? Ist schon eine Weile her, wo du, glaube ich, resubbed hast. Bin mir jetzt aber auch gerade nicht hundertprozentig sicher. Wenn ich ehrlich bin. Ich würde noch mal auf die andere Seite kurz fliegen wollen. Es ist zwar ein bisschen aufwendig, aber vielleicht kann ich so gleich mit dem Schiff da irgendwie hin und da hochklettern und dann springe ich da einfach wieder runter. Aufs Schiff direkt, sodass ich gar nicht erst lande quasi. Ich wünschte, es gäbe so einen Anker, so in der Luft, so einen Luftanker. Ja, da unten war das, ja da sind die Dinger. Na, hier. Warte mal. Oh, das Glas. Nehme ich auch mit. Wer das Dark letztens resubbed hat. Ja, hier bin ich mir gerade nicht sicher.
So, ich habe jetzt noch eine volle und eine leere Wasserflasche. Okay. Okay, 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 okay. Da links ist nochmal irgendwo ein Fragezeichen. Das ist da, da zwischen den Bergen, wo dieses Luftschiff hovert. Wenn ich so gucke, links guckt man da an den Horizont da hinten. Da sieht man was. Ist das das Fragezeichen, was ich da sehe? Halt, muss runter. Oh, da unten ist was zum Erforschen. Oh, wait a second. Ich sehe es. Komme ich da ran? Kann ich das scannen? Ja, kann ich. Was ist denn das? Kaputter Gefrierschrank. Oh mein fucking Gott. Ein Gefrierschrank. Ja, okay, wait. Warte. Muss ich den erst noch extra erforschen? Ich muss ihn noch extra erforschen. Wo ist er? Hier. Gefrierschrank. Ein Polymer, zwei Helium. Oh mein Gott. Ja. Ein Polymer, zwei Helium. Hallo? Kann ich das, teilen. String links. So, jetzt habe ich schon die Hälfte quasi. Ja gut, so. Zwei Helium. Und, was war's? Ach, Polymer. Das passt perfekt. Ich habe bloß nur einen Polymer. Kann ich eigentlich Polymere herstellen? Mit Pflanzenöl, kann ich das echt herstellen? Ich werde einen brauchen, ein Polymer, um das zu bauen. Okay. Das ist natürlich sehr geil. So, kann ich den bauen? 5 Helium! 2 Polymer, ein Kondensator. Das ist ja mehr, als ich fürs Dings gebraucht hatte. Ach Mann. Oh Gott, dass wir so hin und her schwingen, ne? Warte mal. Es regnet auch schon wieder. Wir landen nochmal. Bevor es wieder ein Gewitter gibt, spontan nach dem Motto, ah, Gewitter zieht auf übrigens. Worauf ich überhaupt keinen Bock habe auf ein Gewitter gerade. Dann werden wir mal ganz kurz anlanden. Ist mir lieber. Bevor wir gleich Stress ist aufgebraucht. Okay. Ein Motor ist aufgebraucht. Der andere geht noch. Scheiße, beide Motoren aufgebraucht. Ha, knapp über mein Ziel. Ist das hier reingeschmissen? Ja. Schönes Wetter. So, jetzt docken wir nochmal an. Dann gucke ich da unten rein und hole mir das, was immer da noch ist. Das sind nämlich nur noch Ressourcen, die ich halt schon gerne hätte. Ja, angedockt. Sehr schön. So, Kühlschrank. Ach nee, scheiße. Ich muss ja erst noch... Ah, oh, kacke. Wie viel Helium brauchte ich? 5? Oh, wir müssen unbedingt Helium wiederholen, ne? Ich habe halt kein Helium mehr, wenn das so weitergeht. Dann ich das Helium mit hier rüber. Ich brauche halt Helium, um noch so einen Ballon bauen zu können. Oder halt 2. Printing completed. Okay. Kühlschrank. Let's go. Oh, I love it. Ich bin gespannt, was man noch alles so finden kann. Ich guck mal, wie lange sich das hält. Wir sehen es ja jetzt hier. Wir haben jetzt hier
ein was Gekochtes drin. Das Gekochte hält sich nur einen Tag und nochmal 15 Stunden. Mal gucken. Okay, das dauert eine Weile. Das ist creepy. So, wir haben ungefähr eine Stunde Zeit heute. Für das Spiel jetzt hier. Und dann gibt es erstmal RP. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir bis dahin vielleicht sogar mal hier in die Tiefen hinabsteigen können. Oder soll ich mir immer noch für Wasser auch so eine große Flasche machen? Ah, schwierig. So, ist der auf dem Boden oder ist der in der Wand? Boden? Okay, der ist auf dem Boden. Der kleine Gefrierschrank. Wie geil. Und wie cool ist das denn? Ich brauche zwei davon. Ich brauche mehr. Okay, jetzt gucken wir mal. Also. Ein Tag, 13 Stunden. Geht das? Okay. Hä? Ein Tag, 13 Stunden gefroren. Ah, es ist gefroren. Dann bleibt das in dem Zustand. Das ändert sich nicht mehr. Oh, ist das geil. Oh mein fucking Gott. Dann tue ich da gekochtes Essen rein. Und dann können wir noch einen zweiten vielleicht bauen. Da rücken wir den an den Rand. Bauen noch einen zweiten dazwischen. Oh mein Gott. Da können wir, kann man Wasser reinlegen. Einmal so ein kaltes Wasser trinken. Oh, schade, geht nicht. Schade. Ja, ist egal. Komm. Das ist schon geil. Okay, das fühle ich ein bisschen. Gefrierschrank ist, also dafür hat sich das gerade schon gelohnt, hier rumzudümpeln. Ja, dann können wir jetzt aber nebenbei auch angeln, was das Zeug hält eigentlich, weil jetzt ist egal. Jetzt können wir, da können wir auch gleich nochmal hier nochmal sowas zum Angeln machen. Jetzt lohnt sich das Angeln halt. Jetzt können wir halt angeln und uns einen Vorrat anlegen. Printing completed. Jetzt können wir uns einen Vorrat beim Angeln gönnen. Mega gut. Oh, das hier oben lassen wir natürlich trotzdem, weil da kann man dann so verfaultes, verschimmeltes Essen und so, ja, Getränke und alles reinpacken. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach unten gucken. Hier gibt es keinen Sound, das irritiert mich so ein bisschen. Scheiße, wie kam ich denn da jetzt runter? Wie war denn das? Oh Gott, ich werde so drauf gehen. Geronimo! Oh Gott. Genau, hier drauf und da kam ich vor uns nicht weiter. Genau, ich kam nämlich nicht hier. Hä? Auf der Seite war ich doch aber. Ich muss doch auf die Seite dort. Oh, da hätte ich da hoch gemusst. Okay, wait. Komm ich hier unten rein? Nee, ich muss da vorne hoch. Ich muss quasi da drüben mich fallen lassen, so dass ich auf die andere Seite komme. Oh Gott. Ja. Das ist sogar. Oh nee. Ich hasse es. Achtung, ein Sturm zieht auf. Sie sollten sich in Sicherheit bringen. Genau, das ist das unten. Und ich wollte noch weiter nach unten. Aber warte mal. Ich komme hier. Hier kann ich mich nicht fallen lassen. Hier kann ich mich auch nicht fallen lassen. Aber hier wäre der Eingang. Hey, wie soll ich denn da runterkommen? Soll das so ein beherzter Sprung sein oder was soll ich hier tun? Das soll so ein beherzter Sprung sein, nehme ich an, ne? Ich komme nicht anders darüber. Scheiße. Ich will keinen beherzten Sprung machen. Also will ich wirklich nicht. Das schaffe ich nicht. Oder es ist irgendwas, was ich halt einfach nicht sehe gerade. Das sieht so aus, als müsste ich da einen beherzten Sprung machen. Weil ich muss den hin und zurück schaffen, den Sprung. Das wird so kacke werden.
So, ich werde das erste Mal sterben. Und ich bin tot. Das war so vorhersehbar. Sturz aus der Höhe. Wiederbeleben. Okay, das war vorhersehbar. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist gerade. Ich bin mir unsicher, ob das der richtige Weg ist, wenn ich ehrlich bin. Das wirkt halt so, als ob es der Weg ist, aber das fühlt sich ein bisschen an wie ein Bait, als ob das nicht der Weg ist. Oder ist das halt die Sache, dass ich da nicht hinkomme und ich hätte das, ich musste das von außen scannen, was ich ja auch gemacht habe im Endeffekt. Ich habe es ja von außen gescannt. Hä? Wieso bin ich jetzt hier oben? Also man respawnt immer im... Man respawnt immer im Schiff oder was, wenn man sich einloggt. Ja gut, starten kann ich jetzt sowieso nicht. Ist das laut, ey. Mach mal Türen zu hier. Oh, da sind wir die kleinen Muttis. Vielleicht habe ich das eigentlich, was ich machen wollte, schon gemacht, indem ich das halt so, ja, gescannt habe. Vielleicht ist es gar nichts anderes. Gerade runter ist da ein Trittbrett. Wo war denn da ein Trittbrett? Hä, da war ein Trittbrett? Gucke ich gleich nochmal, aber ich muss kurz warten, bis das vorbei ist. Ist hier irgendwas kaputt gegangen? Ich gucke gleich nochmal, ob da ein Trittbrett war. Ist alles ganz, alles ganz, alles ganz, ganz. Kurz mal gucken, ob hier irgendwas kaputt gegangen ist. Nee. Nicht so aus, sieht nicht so aus. Mal hier ein bisschen die Außenwände checken. Hier hinten ist auch alles okay. Engines. Engines sieht auch gut aus. Der Extraktor sieht auch gut aus. Okay. Kann das bitte wieder aufhören jetzt? Es lässt irgendwie nach, ne? Das donnert schon nicht mehr so schlimm. Sah so aus gerade runter. Ich gehe gleich nochmal gucken. Kann nur sein, dass ich das hinbekomme, was ich eigentlich hin... Also, dass das schon das war. Ja, da unten drunter. Ich kann da aber nicht runter. Jit. Das ist da. Ich muss da unten rein. Da. Aber ich komme da nicht hin. Darüber springen, das fühlt sich wie ein Bait an. Wo ist denn hier ein Trittbrett? Wo siehst du hier ein Trittbrett? Sehe ich irgendwas nicht, was ich sehen sollte? Ach, Mom, hi, erstmal. Ich hab das gar nicht gecheckt. Scheiße. Wo siehst du hier ein Trittbrett? Ich sehe keins. Ich kann mich auch nicht hier fallen lassen, das ist genau die Ecke. Geh mal runter, okay. Ich gehe mal runter. Das ist noch weiter unten. Das ist was anderes, ne? Da komme ich dann bloß wieder hoch. Das ist quasi, um von hier wegzukommen. Aber hier, der einzige Weg dahin, ist quasi darüber. Das dort ist das, wo ich gerade drauf stand. Da gibt es hier halt noch irgendwas. Kann ich hier irgendwie... Ne, hier komme ich nicht durch. Das ist eine Sackgasse, das ist halt bloß, um wieder hochzukommen. Hier komme ich... Oh, hier ist noch was. Lol. Hier komme ich halt nicht durch, da bin ich zu dick. Oh, hier ist auch noch was. Hey, ich war doch hier schon... Ich habe hier nicht geguckt, lol. Ja, und da kommt es dann noch weiter runter, aber ich komme halt nicht auf das Ding da. Das bringt nichts. Oh, jetzt ist wieder nicht aufgehört zu gewittern, ey. Ich habe Angst zu rennen, um die Kurve zu rennen. Nur laufen und springen. Ah, das wird nichts, glaube ich. Soll ich es mal probieren? Aber dahin, wo du gestorben bist, das ist hier. Ich bin hier gestorben. Ich bin da runtergefallen. Weißt du das Ding da? Ich bin hier runtergefallen. Das ist der Ort des Todes.
Sieht schon geil aus, ne? Das Problem ist, wenn ich da reinkomme, ich muss ja auch wieder da raus. Warte mal, komme ich hier unten rein? Nee. Ich muss ja dann auch wirklich diesen Sprung wieder schaffen, um zurückzukommen, oder wie? Ist da irgendwas drin? Sehe ich. Ja, da liegt definitiv Loot. Also ich müsste da schon irgendwie reinkommen können. Was ist denn das für eine Nummer hier? Oh Gott. Ich könnte das Spiel versuchen auszutricksen. Ich könnte versuchen, mit dem Schiff hier zu hovern und dann hier hochzuklettern. Komme ich? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich gucke jetzt, ob ich das Spiel austricksen kann. Hier ist das Teil. Da muss ich hin. Hier. Kann ich mit dem Schiff hier näher ranfliegen? Das sind Schwarmotten. Ich könnte mit dem Schiff hier ein Stück ranfliegen. Weil ich auf der anderen Seite und dann... Die haben das schon extra gemacht. Da ist so dieser Flügel, der das so ein bisschen blockt, dass du nicht ranfliegen kannst. Aber vielleicht kann ich darüber, indem ich ein bisschen tiefer gehe und dann hochspringe. Ich kann es noch einmal hier probieren gerade, aber das wird halt nicht... Ich glaube, das ist ein Bait hier. Ich könnte mir echt vorstellen, das ist ein Bait. Oh nein, also rennen. Ich kann hier nicht im... Ich kann nicht hier... Ha, 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 ha. Hey, ah, okay, ist doch kein Bild, ich bin drüben. Oh Gott, ey. Ich will nicht mehr. Ich muss aber wieder zurück. Das sehe ich noch nicht. Was habe ich bekommen? Sonne. Dunkle Beine. Biene. Okay, ja, gut. Das ist mir gerade so egal. Oh, ich bin drüben. Oh, okay. Eat. Hier ist so keine Viecher oder so, ne? Nee. Ich werde halt so sterben, wenn ich versuche, wieder zurück zu jumpen. Ich weiß es einfach. Was ist das denn für eine Nummer? Ach, kleine miese Entwickler. Ey, lass mich doch hier durch. Ist gerade so friedlich. So kein Zaun, keine Geräusche, nur meine Fußschritte hier irgendwie. Das ist schon ein bisschen... creepy. Nee. Oh, warte, doch. Nee, doch nicht. Habe ich getäuscht. Da ist auch offen. Hier hinten ist nichts. Okay, wegen dem Scheiß bin ich, habe ich mir jetzt den Kopf zerbrochen, wie ich hier rüberkomme. Du mich verarschen? Das lohnt sich ja nicht mehr, um zu sagen, ja, ich lasse mich einfach fallen und verliere halt ein bisschen Zeugs. Das ist halt nix. Jetzt muss ich ja schon versuchen, das wieder zu schaffen, dass ich da rüberkomme. Oder habe ich... Oh, gibst du bitte irgendeine eine andere Lösung, wie ich jetzt wieder zurückkomme? Ich will nicht... Kann ich mich hier durchglitschen? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Da komme ich jetzt nicht hin. Da komme ich aber nicht durch. Wie soll ich denn vor allen Dingen... Hier ist halt noch diese blöde... Ja, da komme ich nicht hoch. Das kann ich vergessen. Oh Gott, ich habe es geschafft. Oh, kann ich jetzt bitte hier weg? Ich habe es geschafft. Ich habe mir den nicht mal ansatzweise lohnenden Loot geholt. Und jetzt verpisse ich mich hier. Ich will wieder auf mein Schiff. Ich will auf mein Schiff. Ich mag nicht mehr. Wo geht's denn hier hoch? Oh, eine Dose. Hallo? Kriege ich die Dose? Nein, kriege ich nicht. Okay. Kriege die Dose nicht. Hä? Geht's hier nicht? Ach so, ich muss ja außen rum. Stimmt. Dip. So. Oh, geht mit die Düse. Ich merke meinen Herzschlag. Ich bin komplett lost. So. Ah, ich will meinen tiefgefrorenen... 1 Stunde 23. Das funktioniert wirklich. Oh, ist das cool. Ich kann was einfrosten. Oh, das ist nice. Okay. So. Wir fliegen jetzt. Jetzt haben wir hier zwei so Sachen. Ne? Hier ist so ein Turm und da ist so ein Turm. Da ist ein Fragezeichen, da würde ich halt gerne hinwollen. Ich speichere das mal kurz. Du bist erstmal rückwärts. Links ist noch ein Fragezeichen. Links hinter uns, irgendwo da hinten. Okay, Abgang. Das ist es aber nicht.
irgendwo da. Ich will halt nicht dorthin. Okay, bin auf Max-Höhe. Ich lock mal die Geschwindigkeit und gehe mal angeln. Der Turm da, ist das das Fragezeichen? Wahrscheinlich. Es gibt ja Studien? War das Studien? Nee, es war Datenbank, ne? Nee, war das Studien? Ach ja, genau. Windpark-Varianten, Funkturm-Varianten, Garten-Varianten. Wahrscheinlich sind die Fragezeichen halt neue Varianten immer. Das ist nice. Oh, ein Salat. So. Dann würde ich sagen, hauen wir das Ding gleich mal in den Kochtopf, wo ich erstmal neues Wasser reinschmeißen muss. So. Kann ich das so frosten? Ich kann also so frosten, einfach zum Aufbewahren. Ah, das ist schön. Nee, wait, was ist denn das? Was ist denn das da vorne? Da, gerade hin. Da ist ein Turm und daneben ist irgendwas anderes.